Das haben wir geschickt noch gemacht hier. Nächster Halt. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Omsi 2. Der Omnibus-Simulator. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Es geht weiter hier in Alheim. Ich wünsche viel Spaß. Ich mache auch gerade wieder die Facecam an. Das Gute ist, man hört den Blinker nicht, wenn man draußen ist. Sehr gut, habe ich jetzt auch gerade festgestellt. So, los. La 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 la. Ist das eine Haltestelle? Tatsächlich. Das ist echt komisch, ne? Das macht denen nichts aus. Das macht denen nichts aus, ne? Wenn ich hier so ein bisschen drüber holper. Aber wenn ich mal bremse, ne? Weil irgendwas vor mir ist, ein Auto oder so, ne? Muss man ja manchmal bremsen. Dann meckern sie. Naja. Wie komme ich denn da lebendig raus hier? Ah, schaut mal, eine Ampel. Boah, jetzt muss ich da drüben rein. Was ist das für eine Kackfahrerei hier? Das war nur ein Haltewunsch, das war alles okay. Cool. Ah, eine ganze, ganze Busspur. Zwei Busspuren, nur für mich. Nächster Halt, kann ich nicht lesen. Rudolfstraße! Blinker aus. Geiles Gefühl. Ups, das wollte ich nicht. So. Ah, ich möchte nur solche Busspuren. Das wäre cool. Einfach nur über solche Spuren. Ohne Verkehr, ohne alles. Das wäre super. So. Naja, ist gut. Nächster Halt. Hochstraße. Jetzt fahren wir erstmal runter. Oh, Tunnel. Diesmal bin ich schlauer. Ich werde mal aufpassen, dass da nicht irgendwie Schilder im Weg sind. Noch ist alles easy. Da war meine Frau auch schon mal, ne? Ich erinnere mich. Fotodiscount, Backwaren. Alles klar, ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff. Meine Fresse, es wird immer komplizierter mit dem Steuern. Wo geht der jetzt hin da? Mal kurz vor die Wand gelaufen. Das sieht man mal wieder, wie schlau die sind hier. So, jetzt muss ich wieder aufpassen hier. Aber hier könnte ich nicht ausweichen, ey. Wenn jetzt hier irgendwas ist, dann habe ich ein Problem, habe ich da dann. Blinker aus. Das ist ja furchtbar. Kann mir da was entgegenkommen gerade? Ich fürchte, ne? Ja, ich hab's! Alles im Griff, nächster Halt! Kronprinzenstraße! Ich muss halten hier. Ach komm, egal. Da kommt schon nichts. Wo muss ich jetzt fahren? Hier, rechts oder links? Wahrscheinlich rechts, ne? Zweifel rechts. Ah ja, da ist ja ein Pfeil, Herr Frenkel, hä? Kann ich bitte aussteigen? Mit oh, was denn? Gar nicht. Scheiße, ich häng. Komm, gib Gas, Alter. Noch geht's. Ja. Ja. Yeah. War doch gar nichts. Was wollen die denn schon wieder, die Arschgesichter? Mecker, mecker, mecker. Ich fahr mal hier durch, ne? Das sieht gut aus. Da können die Schleimscheiße auch gerade wieder raus. Dann bin ich die auch wieder los. Eine Tür muss euch reichen. Schön hintereinander gehen. Jeder nur ein Kreuz.
Okay, nochmal ein kurzer Blick auf die Statistik. 0,7, ist doch ganz ordentlich, ne? Kann man sich nicht beklagen, ist ganz gut, ne? So, das 0,7 würde ich jetzt dann noch gerne etwas erhöhen, bis wir am Ziel ankommen. Das wäre vielleicht ganz nett, ne? So über 1 wäre schon ganz schön. Auch wenn wir hier dir das Leben schwer machen, aber sowas von. Nächster Halt. Am Graben. Ah, und prompt will jemand raus. So, haben wir ja noch eine harte Rechtskurve. Für Busverhältnisse. Ich fahr super, ey. Ich halt super, ich mach alles super. Ich bin der Beste überhaupt. Und trotzdem kriege ich immer so schlechte Bewertungen, ey. Woran liegt denn das? Ich verstehe das nicht. Das ist doch alles Betrug, Beschiss und Betrug und Beschiss. Und Betrug und Beschiss ist das alles. Und Betrug und Beschiss. Betrug und Beschiss ist übrigens auch. Und Nerven zerfetzen ist es. Oh, Gegenverkehr. Gleich mal wieder ein Haltewunsch. Boah, der hat meine Auspufffahne das hier gezogen hier. Alter Falter. Ihr geht jetzt nicht über die Straße, ne? Ihr lasst mich jetzt erst da durch. So, das haben wir geschickt noch gemacht hier. Nächster Halt, war nix, ne? Nee, ich hab nichts gesehen. War nix, war nix. Die haben sich auch nicht, haben sich auch nicht beschwert. Ist so, also war auch nix. Haltewunsch. Wie soll ich denn jetzt da? Ach, da lang, okay. Nächster Halt, Ringofen. Ich verstehe das Prinzip nicht. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht gemeckert haben. Das heißt, ich weiß es schon, weil es war ja gar nichts, ne? Habt ihr was gesehen? Nö. Was ist denn jetzt los? Ach so. Roter Knopf, Herr Frenkel. Roter Knopf. Grüner Knopf ist zu, Herr Frenkel. Grüner Knopf ist zu. Und weiter geht's in unserem lustigen Hongkong King Kong Bus. Das stört ihn nicht, ne? Das macht ihn nichts aus. Das macht ihn nichts aus. Dann machen wir es halt ein bisschen öfter, wenn es sich nicht ausmacht. Da ist er super. Können sie öfter haben, wenn sie wollen. Dann nehme ich eben keine Rücksicht mehr auf diese scheiß Bürgersteige. So, ganz viele Pfeile. Ich muss nach links. Für extra Deppen wie mich steht sogar da nochmal links. Das ist ja super, ey. Das möchte ich überall haben. So, wie viel haben wir denn noch da? Naja, doch, ist noch einiges los hier im Bus, ne? Ja. Dafür, dass sie sich alle beschweren, fahren sie dann doch wieder mit. Komisch, oder? Und zwar immer die gleichen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das sind immer die gleichen Leute, die da mitfahren. Man kann mich wohl offensichtlich nicht weiterempfehlen. Was ist denn das hier? 10N? 19? Ich muss da lang, ne? Doppelpfeil. Naja, da stand links, also fahr mal links. Nächster Halt am Gerderweg. Mal ein bisschen mit Schmackes da rein. So, kein Haltewunsch. Keine Mitfahrgäste. Fahren wir durch. Kreisverkehr, den hasse ich sehr. Nächster Halt, Kaiserstraße. So. Dickes Mann will auch ein bisschen einsteigen hier. Ein Stress, ey, mit diesen blöden Pennern, ey. Ich bin so froh, wenn ich allein hinter mir habe, ne? Ist nimmer viel, ist nimmer viel. So, haben wir nochmal eine Ampel, ja? Schön.
Und da ist wieder ein verkackter Benz-Fahrer. Der wird mir jetzt wieder reinfahren an der Seite, wenn er zu doof zum Scheißen ist. Ich meine, da fällt mir einfach nichts mehr ein. KI, ich höre dir trapsen, ey. KI, ich höre dir davonlaufen. Jetzt ziehen wir beide da rum, ne? Ist klar. Jetzt kommt noch ein Truck dazu, der weiß auch nicht, was er machen soll. Ist auch ein Benz? Nö, ne? Ist ein MAN. Ja. Naja. Ich bleib einfach mal, ja. Schauen wir mal, wie lange die auch noch stehen bleiben hier. Scheiß Blinker, ey. Jetzt wird's grün, jetzt wird's gefährlich. Hallöle! Ach, jetzt können wir wieder, ne? Blöder Arsch. So, Verspätung 4,6 Minuten, ey. Da musst du ja rasen wie Bekloppter, damit du das schaffst von der Zeit her. Na gut, ich bin ja wie gesagt auch zweimal an der Brücke hängen geblieben. Nächster Halt am Schappener See. Da will jemand raus. Ich drücke immer zuerst auf die grüne Tür, ne? Total bescheuert eigentlich. So, jetzt haben wir es dann bald, ne? Jetzt sind wir bald durch hier mit der 10N. Und dann habe ich bestimmt über 1%, weil ich so gut bin. Schappener See, dann ist doch nicht mehr weit, ne? Ja, haben wir es ja fast. Ha, alles klar. Super Bell! Super Bell, Super Bell, Super Bell. Nochmal lustig, raus aus der Ortschaft. Nochmal ein bisschen Gas geben hier, Freunde. Damit die nochmal richtig Schiss kriegen da hinten. Noch ein paar lustige Bremsstreifen in die Unterhose reinsetzen, na. Könnt ihr mal sehen, ja. Achtung, ey. Ich geb Gas hier. Jetzt ist da irgendwo eine Haltestelle, ne? Wo vor allem eine Ampel? Alles easy. Sowas von gut gemacht hier. So, sind wir gleich da, Hippipora. Dann habe ich es endlich geschafft hier, die Kacke. Ich bin ja fast geneigt, den Bus nochmal zu verwenden bei einer anderen Linie, weil der ist ja cool. Der Bus ist ja an sich sehr cool. Ja, die Stadt ist scheiße. Die Stadt hat diesen Bus überhaupt nicht verdient. Die Stadt hat weder den Bus noch diesen Busfahrer verdient. Das kann man jetzt auch doppeldeutig verstehen, ne? Naja, ihr wisst schon, der Busfahrer ist zu gut für diese Stadt, so. Nächster Halt am Breckerfeld, aussteigen, Endstation, fickt euch ins Knie. Auf gut Deutsch. Ich sehe nichts, ich weiß gar nicht, wo die Straße weitergeht. Ah, da. So, da nochmal links. Jawohl, ja. Nachts sind nicht nur alle Katzen grau. Nachts fahren auch die Busfahrer wie die Sau. Und wir sind da. Mit nur mal läppischen 3,9 Minuten Verspätung. Na, ist das eine Leistung? Ist das eine Leistung? Ist das eine Leistung? Zu spät, zu spät. Und nochmal ein paar Mal zu spät. Aber komm, drauf gepfiffen. Wollen wir sie rauslassen? Ach nee, ist gar keiner mehr da. Ja, dann halt nicht. Wir gucken mal kurz auf die Superbilanz. Ach, falsch. Frenkel, Depp. So,
4,7%. Yes, yes, yes. Nicht schlecht, oder? Also, wenn es euch Spaß gemacht hat mit dem lustigen Bus hier, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es geht natürlich weiter mit dem OMSI 2. Da könnt ihr einen drauf lassen. Irgendwann werde ich es schon mal wieder schaffen, eine einigermaßen gute Tour zu fahren, hoffe ich. Und wenn nicht, scheiß drauf. Egal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.